Go, go, Busters, meine liebsten Leute. Wir sind hier im Hauptquartier, im Höllenloch der Busters, der Püder-Püder-Busters, der Doppel-Plus-Busters, zu denen wir jetzt auch gehören. Und damit begrüße ich euch zur nächsten großen Folge, Folge 112 von Yo-Kai Watch 4, Püder-Püder, Doppel-Plus, dem DLC-Content des Hauptgames. Und ja, wir sind hier hergeführt worden von dem guten Bri-Taicho, mit dem wir auch sprechen wollen, denn wir wollen jetzt mal erfahren, wie das funktioniert mit den Busters überhaupt. Wir haben nämlich noch gar keinen Plan. Deshalb rede ich ihm an und er sagt, jawohl, also dann wollen wir doch direkt mal hier den Puder-Puder-Busters-mäßigen Start probieren und da kriegen wir erstmal ein paar Informationen, ne? Also, jetzt gucken wir erstmal. Was es anbelangt mit den Busters, das Kapitel muss ja auch erstmal aufgeschlagen werden. Da drüben ist doch Hono Bonus an, ja? Der wird dir dann erstmal erklären, wie es geht und funktioniert. Deshalb sprich ihn mal an. Okay. Ah, da seid ihr. Schön, dass ihr da seid, Bono. Also dann wollen wir dann mal ein Busters-Team hier zusammen gründen und ein Kapitel aufschlagen. Das wäre das, ne? Ich erkläre euch das mal ganz schnell. So. Wie würden wir uns unter Busters-Team zurechtlegen und dann auch die Joker entsprechend ausrüsten? So, wenn wir also Teammitglieder, also ein Team zusammenschließen oder Busters-Team machen, um auf Mission aufzubrechen, da bin ich dafür, da ich der gute Hono Bono. Also, du darfst maximal 4 Yokai in dein Team nehmen. Die musst du auswählen. Aber pass auf, du kannst keine Watcher mitnehmen. Das ist nämlich nur für die Yokai. Und es ist so, dass bei den Busters die Yokai-Fertigkeiten auch teilweise andere Effekte haben. Deshalb musst du dir das genauer angucken. Und hier kannst du Mitglieder verwalten und auch die Ausrüstung ändern. Und die Waffen oder Ausrüstungsgegenstände, die du den Yokai anlegst, ne, kannst du dann natürlich auch wie im Kampf, sind die Sachen, die du auch im Kampf nutzt, kennst du also schon. Also entscheide dich für die Zusammenstellung des Teams und für die Ausrüstung und wage dich so an die Mission. So, bist du bereit? Willst du für die Mission dein Team zusammenstellen? Ich denke doch schon, oder? So, wir haben jetzt hier 4 Slots und können da mal ein paar Yokai reinsetzen und ihr seht, die sind alle auf Level 1 zurückversetzt, weil hier an dieser Stelle gilt das Prinzip nochmal von vorne beginnen, alles auf neu. Aber ich denke, wir können ja mal heldenhaft ein Team aus Sky Shadiman zusammenstellen an erster Stelle. Ein ganz guter Rang. Und vielleicht sollten wir auch darauf achten, dass wir dann vielleicht hier oder neu gewonnenen Dokets, dass man auch verschiedene Arten von Kriegern rein. Warte mal, wen brauche ich denn noch? Vom Onisoku? Ein Tank und ein Attacker. Puh, einen Heiler brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich könnte hier natürlich das Seegras nehmen, was jetzt auch nicht so sympathisch, muss ich sagen. Sasuke Warashi könnte ich nehmen, aber ich könnte natürlich auch Koma-san oder. Warte, ich kann ja hier auch sortieren. Fubukihime. Und dann brauchen wir noch wen. Ein Shooter. Master Nyada. Sieht doch ganz gut aus. Da haben wir doch schon mal ein ganz gutes Team. So, ausrüsten müssen wir dann entsprechend auch. Haben jetzt die Sachen ausgerüstet, diese im Inventar hatten. Und es ist auch ganz gut so. Deshalb, ich würde sagen, das ist gut. Und dann können wir das so auch belassen. Team ist zusammengestellt. Und jetzt sprechen wir nochmal mit dem Bri-Taicho. So, ihr habt also eure Teamzusammenstellung gut abgeschlossen bei Hono Bono. Sehr gut. Also dann werde ich euch mal was über die Mission erklären. Und ja, ich erzähle euch erstmal was über unsere Basis hier. Die Grundlagen letztlich. Und das solltet ihr alles natürlich merken. Victorian! So. Wie man auf Missionen aufbricht. Denn hier in der Basis der Masters sollte man ihn ansprechen, um auf eine Mission aufzubrechen. Ihr könnt aus einer Liste Missionen auswählen und dann auf Aufbruch gehen und auf Start. Oder einfach nur Plus-Knopf drücken. Ja? Leicht, nicht wahr? Und da könnt ihr natürlich auch die Mitglieder auch vielleicht noch ändern bei einem Missions, kurz vor dem Missionsaufbruch. Und nachdem ihr das, die Mission dann ausgewählt habt, macht euch da keinen Kopf, ihr kriegt das schon hin. Allerdings ist es so, wenn ihr dann darauf wartet, dass ihr aufbrecht, ja, da könnt ihr verschiedene Optionen nicht mehr benutzen von euren Apps, also zum Beispiel könnt ihr ConCut-Service nicht mehr nutzen, oder da entsprechend Ausrüstung herstellen und sowas, oder Yokai euch vorstellen lassen. Das geht nicht. Da müsst ihr euch dann gedulden. Und wenn ihr eine Mission da zurückkehrt, dann könnt ihr auch wieder zur Missionssuche zurückwählen, also in den Warteraum, oder Y drücken und die nächste Mission dann auswählen. Und wenn ihr die Mission abschließt,
steigt euren Wasserrang. Also, treibt ihr in die Höhe und dann könnt ihr nämlich auch neue Missionen gewinnen und die dann auswählen. Und beim Niedrigrang ist es, müsst ihr erstmal ein paar Hauptmissionen abschließen, um Rang zu steigen. Also macht euch mal auf den Weg und macht die ordentlich zu Ende. Alles ist gut. Und das war's mit dem Üben letztlich. Jetzt sollten wir auch mal in die Praxis übergehen, ne? Und mal gucken, wie ihr das drauf habt. Ich habe eine Mission für euch, für euren ersten Ausritt, euren ersten Start gefunden, die ihr dann mal starten solltet. Also los! Zeigt mir eure Kraft, Go Busters! So, das ist das Busters-Menü. Ihr seht das hier, Mission. Und der Busters-Rang ist 1. Ich weiß mittlerweile, dass das auch eine Option ist, eine Funktion, die wir im Multiplayer nutzen können. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit ich da jetzt mit anderen spielen kann. Aufgrund der Tatsache, dass ich zwar das japanische Spiel habe, aber vom Internet her. Müssen wir mal gucken, ne? Jetzt können wir erstmal gucken, dass wir hier mit Freunden zusammen aufbrechen. Das ist die einzige Möglichkeit. Dies hier zu machen, diese Mission. Und die heißt Püder Püder Bestes Shido, der große erste Beginn. Wir haben 30 Minuten Zeit, Rang 1. Und wir sollen alle bösartigen Yokai besiegen. Und das hier machen. Sakura Newton ist das hier. Und ihr seht da unten eine große Auswahl an den Yokai, die da eine Rolle spielen. Sag mal, hi, mach mal. Viel mehr können wir gar nicht machen jetzt an der Stelle, ne? Treffen wir mal, das ist unser Team. Gut zusammengestellt, das ist schön. Und ja. Dann machen wir mal Start und ich sag mal, ja, wir sind bereit. Und wir brechen auf, um mal ein bisschen hier klar Schiff zu machen. Busters! Schützdo! Aufbruch der Busters! Da gibt's sogar ein eigenes Ladezeichen. Und das ist doch schon mal richtig frische, schöne Neuerung, dass man jetzt auch an dieser Stelle solche Art von Quests noch machen kann. Zusätzlich zu den normalen Quests und dem ganzen Kram, den es sonst noch gibt. Okay. Und wie läuft das jetzt ab hier? So, wir müssen starten. Ach so, wir können hier direkt kämpfen auf der Oberflächenkarte. Ach, wie cool. Alles klar. So, die Grundlagen der Busters-Mission. Werdet ihr natürlich jetzt einprügeln, ganz klar. Also es ist wie immer, Grundlage ist ein Action-Battle. Angriff, Fertigkeiten, wie immer, könnt ihr die raushauen, wie ihr wollt. Ihr habt zwar keine Watcher dabei, aber auch in der Mission könnt ihr natürlich auch entsprechend die Yokai wechseln, die ihr dabei habt. Und ihr müsst bei der Mission durch die Stadt, durch die Straßen wandeln. Und es ist immer mal anders. Es gibt auch manchmal andere größere Gebiete und entsprechende Gebietskämpfe. Ihr habt eine kleine Minimap dabei. Da könnt ihr euch und eure Gegner sehen, wo die positioniert sind. Also immer da mal einen Blick drauf werfen. Ihr habt auch eine begrenzte Zeit. Ihr verliert die Mission, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Also passt auf. Wenn ihr Plus drückt, ja, dann könnt ihr die Kamera und sowas, die Einstellung machen und auch die Mission abbrechen. Wenn ihr die Mission abbrecht, dann wird einfach hier der Riegel zugeschoben, dann ist es zu Ende. Ne? Ihr müsst also, für euch ist es letztlich so, dass ihr bis zuletzt das durchziehen wollt natürlich und darauf vertrauen solltet. Jetzt haben wir hier Emoji und können hier auf der Karte einfach angreifen. Also los! Hier sind auch noch andere Sachen. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Okay. Müssen wir einfach nur alle Gegner besiegen oder was? Oder auch die Punkte sammeln? Sehr gut. Jinbinken? Ah, hier gewinnen wir auch noch Gegenstände zu, ne? Also das hilft uns auch wirklich aufzurüsten. So, genau. Da besiegt auch die Unterstützerkräfte der Gegner. Macht sie fertig. Der Unigiri-Samurai wird besiegt. Kontan erscheint er auch. Wahrscheinlich die Patrouilleposten hier, die wir gerade abgrasen. Ach, guck mal hier. Munikabe und Tor. Jawohl. Die wahre Kraft von Sky Shiny Man. Alles mit. Na. Justice. Los hier in die Schule rein. Konzaru ist hier. Oh. Anojo. Das ist der Boss oder was? So, wir können natürlich auch hier Besitz annehmen, um die ergreifen, um die Mission ein bisschen erleichtern. Denn es gibt jetzt auch noch Unterstützung auf folgendem Weg. Eigentlich sollte es nur
Kampf gegen gegnerische Yokai sein. Aber ab und zu können wir auch ganz besondere Menschen und Yokai mit reinbeziehen. Aber die Kraft, die Unterstützung unserer Organisation ist natürlich, kennt auch seine Grenzen. Da kann man nichts gegen machen. Aber da muss man uns auch mal Hilfe holen. Da geht's nicht mal weiter, nur mit den Busters. Da können wir als Busters auch mal ein bisschen Besitz ergreifen von welchen. Wenn wir also welche besondere Menschen oder Yokai finden, einfach mal A drücken und dann da reinsteigen. Wenn ihr es schafft, Besitz zu ergreifen, also das glückt, dann könnt ihr auch die Person oder das Wesen steuern. Und so die Mission gut voranschreiten. Aber dies verliert die Wirkung nach einer bestimmten Zeit. Guckt also unten auf der Anzeige, da seht ihr das dann. Wenn ihr R gedrückt halt, könnt ihr auch selbst die Kontrolle wieder loslassen und vielleicht andere kontrollieren oder je nach Wahl machen. Auch die Watch-Nutzer, die nicht mit aufgebrochen sind, können besessen werden von euch und so könnt ihr deren Kraft leihen. Wenn ihr das macht, dann seid ihr natürlich noch viel, viel stärker. Also wenn ihr besondere Menschen oder Yokai findet, dann nutzt sie und macht das was. An und schon immer, ne? Das ist echt eine so Anspielung, glaube ich. So, Natsume. Ah, dann habe ich sie. So, da haben wir also auch noch ein paar witzige Anspielungen auf populär kulturelle Themen hier mit dem Boxer. So, und die Mission abgeschlossen. Das war ein Bossgegner. Haben wir mit Natsumes Kraft gemacht, die jetzt gerade fast gestorben ist dabei. Ja, sehr gut gemacht. Mission abgeschlossen. Hier haben wir Toma auch noch gehabt. Und ach, guck mal, sogar Konzado hätten wir wählen können. Warte, kann ich auch hier lösen? Ich hätte gerne jetzt Konzado mal besessen und seine Kontrolle gehabt. Das wäre auch witzig gewesen, oder? So sieht's aus. Das sind jetzt die entsprechenden Statistika. Sky Shadyman hat 95 Seelen gesammelt hier insgesamt. 145. Und da gibt es auch Seelen von den entsprechenden Yokai, auch die wir bekämpfen. Und Ark und so weiter und so fort. Also wir kriegen einige Sachen auch. Das ist doch ziemlich schön. Wir sind wieder zurück und fragen mal, wie unsere Leistung war. So, ihr scheint eure erste Mission abgeschlossen haben. Sehr gut gemacht. Achso, übrigens könnt ihr jetzt auch zum Laden von Jimmy gehen oder auch mit dem Bugsocke-Coach mal sprechen. Da könnt ihr in den Shop besuchen oder auch ein Level steigen. Die helfen euch. Es gibt übrigens auch einen Dämonen-Gascha-Automaten hier. Also könnt ihr mal hingehen und sprecht einfach mal über die Details mit dem Denjin Oyagata da hinten. Und wenn es mal ein bisschen schwierig sein sollte, dann könnt ihr auch mal hier und dort die Hilfe von anderen Busters beanspruchen. Und so dann sogenannten Multiplayer-Modus auch was schaffen. Und da könnt ihr einfach mal die Rezeptionisten Prinzessin mal fragen und die wird euch darüber aufklären. Also, vereint eure Kräfte, besiegt starke Gegner und macht weiter. Watch me, Son. Po! So, da ist es jetzt. Man kann nämlich auch Pudaplabusters mit verschiedenen Leuten spielen, indem ihr die Datenübertragungsfunktion nutzt und so mit vier verschiedenen Kollegen, Freunden und so zusammen kooperieren und kämpfen. Im Multiplayer-Modus sozusagen. Einfach dann mit dem Britaichu sprechen und dann mit anderen Leuten zusammen aufbrechen und ferne Orte besuchen. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Ihr könnt auch nach den Matches Freundschaftsanfragen senden und euch anfreunden. Und ja, so euch befreunden. Ihr könnt aber auch im lokalen Modus spielen und so mit Leuten, die sich versammeln, zusammenspielen. Also nebst und nicht nur digital übers Internet. Was? Keine Mitglieder versammeln sich mehr? Ja, wenn das so ist, dann könnt ihr doch auch befreundete Yokai mitnehmen. So, wenn ihr nämlich zu zweit spielt, könnt ihr auch zu zweit das machen, dass jeder ein Yokai spielt. Zu dritt geht das natürlich auch, dass man dann einen Führer dann mit zum Spielen hat und so dann dein Team noch zusammensetzt. Und zwar zum Beispiel das eigene Busters-Mitglied ist dann das zweite und so weiter und so fort. Das solltet ihr euch merken, wenn ihr das auswählt. Wenn ihr Leute sucht, könnt ihr dann zuerst einmal eine Mission auswählen und dann suchen. Entsprechend, dass ihr Leute aus der Ferne dann mit denen aufbrechen wollt. Dann wird dann entsprechend gesucht. Da gibt es natürlich Voraussetzungen entsprechend. Und so auch welche, dass man nur mit Freunden und so spielen kann. Und ihr könnt auch gucken, ob vielleicht von anderen bereits Anfragen gestellt wurden. Könnt ihr natürlich auch beitreten.
Wenn Y drückt, könnt ihr auch entsprechend die Suchkriterien verändern und auswählen und entsprechend eure Mission, die ihr machen wollt, auswählen. Und ja, dann schaut euch doch mal die entsprechenden Bedingungen an, nach Mission, nach Suchmodi und sowas, und ihr könnt die dann auch entsprechend mit dem Plus-Knopf, wenn ihr den drückt, sofort auswählen und so praktischer alles verwenden. Wenn ein Team bereits auf eine Mission aufgebrochen war, ist immer schwierig, dann kann man nicht doch dazu treten. Also müsst ihr euch schnell dann bei der Wahl entscheiden, ja? Ich gucke jetzt mal bei Jimmy, was hat denn der hier? Herzlich willkommen beim Buster Shop. Hier gibt es natürlich andere Sachen, also ich erkläre euch das mal kurz. Ist ein bisschen anders an der Stelle nämlich. Hier könnt ihr nämlich mit Dämonenseelen Dinge kaufen. Mein Jimmy-Laden ist ja der Jimmy-Shop. Da könnt ihr in dieser Basis, den habe ich hier aufgemacht, entsprechend die Dämonenseelen benutzen, die ihr in der Mission gewinnt, und verschiedene Items dadurch kaufen. Und es sind teilweise sehr sonderbare Waffen auch, die verkauft werden, die der Denjin Oyakata hergestellt hat oder gesucht hat und gefunden hat. Und ihr könnt die vielleicht sogar auch beim Konkats-Service noch verbessern. Das ist ja ganz was Besonderes. Wenn ihr dann entsprechend die Dämonen-Eier mitbringt hier, die Dämonenkugeln sozusagen, könnt ihr dann entsprechend auch die durch austauschen und dann dadurch den Seelen kriegen, die Dämonenseelen. Willkommen! Was gibt's denn und wie viel kosten denn die Sachen hier? 100 haben wir. Okay, guck mal, das ist relativ teuer. Aber hier, wow! Eine Fuchsmaske, die ziemlich stark ist. Da kann Tamamon Mai sich verändern. Nicht schlecht. Also einige tolle Dinge. Mehr will ich nicht. Ich will erstmal jetzt ein Level steigen vielleicht. So, da seid ihr also. Ihr seid gekommen. Wollt ihr erstmal ein Level up testen? Also dann. Ich werde euch das mal schnell erklären. Also, kommt mal her. So. Bugsock-Coach sagt jetzt, um euren Busters-Level zu erhöhen, könnt ihr auch eure Yokai wachsen lassen. Und dafür bin ich da, ich trainiere das mit euch. Und um das Level zu steigen zu lassen, müsst ihr die Dämonenseelen, die Dämonenkugeln benutzen. Ja, die Dämonenkugeln nenne ich es einfach mal. Wählt sie, die Yokai aus, drückt A und benutzt entsprechend die Kugeln, um ihnen Erfahrungspunkte dann zu geben. Und natürlich könnt ihr dann bei entsprechendem Erfahrungspunktesatz ein Level steigen. Wenn ihr A gedrückt haltet, könnt ihr auch direkt den Level ansteigen lassen. Und ja, schafft ihr es überhaupt bei meinem harten Training noch mitzuhalten? So, ich bin so in Eifer und so, so Full Power. Lasst uns mal in den Level steigen. Oh, Sky Shuddy, Mann. So, wie viel können wir... Ach, guck mal. Zack, da können wir richtig krass hier... Ich habe jetzt mal ihm einfach alles gegeben. So, ist okay? Wollen wir das so lassen? Ja. Ne, so lassen wir die dann wachsen durch die Seelen, die wir sammeln. Was hat er noch zu sagen? Oh, da seid ihr! Ihr Anfänger des Onigashas-Spielens. Ich erkläre euch das mal, also hört mir gut zu. So, hier in dieser Basis gibt es einen besonderen Gasha, eine Gasha-Maschine, die Onigasha-Maschine mit besonderen Yokai und Items, die es hier gibt. Scheint, bevor wir die Basis aufgebaut haben, hier schon gestanden zu haben. Hat irgendjemand hier liegen gelassen. Ich hab's also repariert, das Ding. Gahaha. Wenn ihr daran dreht, könnt ihr aber keine normalen Münzen nutzen. Ihr braucht die besonderen Dämonen-Gasha-Münzen. Ihr könnt allerdings beim Dämonen-Gasha könnt ihr an einem Tag mehrere Male drehen. Also dreht dran, wenn ihr die Münzen habt, und versucht's mal. Hab ich denn da schon eine Münze gefunden? Weiß ich gar nicht. Kriegt er was? Achso, weil wir keine haben, können wir es nicht machen. Das ist ja gemein. Kann uns nicht mal eine Münze geben? Müssen wir erstmal eine sammeln oder was? Achso, er erzählt hier. Ja, neben mir ist der Jimmy Shop und da gibt es die Ausrüstungsgegenstände, die ich geschaffen habe. Wie noch was sagen? Mann, es ist zwar die Hölle, aber es ist ganz schön heiß dafür hier natürlich, ne? Mann, es gibt natürlich ganz viele heiße Quellen hier. Wäre es da nicht mal mit einem kalten Bad was? Das wäre schon was, ne? Das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Da können wir Daten abfragen. Bei ihm können wir ich guck nochmal, vielleicht gibt's noch eine Mission. Victorian, noch eine Mission? Hier. Mit Freunden, mit Leuten in der Nähe. Können wir auch alleine machen? Kann ich auch so machen, ne? Ist das der erste Start gewesen? Das wären dann natürlich dann die Online-Missionen, ne?
Ah, okay. Das ist natürlich hier entsprechend bei den Versionen. Da sucht er dann. Hier habe ich jetzt niemanden verbunden. Das ist klar, hier kann man jetzt nichts finden, weil ich jetzt niemanden in der Nähe habe. Aber vielleicht beim Internet, da gucken wir mal, ne? So, wir beginnen mal das Einwählen. Ich will nur mal gucken, ob es geht online, ne? Wenn man jetzt während der Übertragung Sleep-Modus wechselt oder sowas, dann wird das abgebrochen. Oder wenn man ins Menü geht, das sollte man nicht wagen. Ich gucke mal, ob man es in Verbindung macht. Er wartet jetzt hier, bitte warten, wird wahrscheinlich eine Fehlermeldung rausspucken. Weil ich auch kein Nintendo Online habe. Alles klar. Da wisst ihr jetzt, wisst ihr Bescheid, ne? Also ich glaube, ich muss mal Nintendo Online wieder machen. Derweil versuchen wir uns nochmal an einer Mission. Und starten noch einfach einmal rein. Komm, zum Abschluss. Mit unserem Super-Team. Die Mission Shingua Mamoru Nakan. Mamoru Nakan. Also, man muss sich an die Regeln halten. An die Ampelregeln. Das werden wir mal zeigen hier. Müssen wir wahrscheinlich den Dämon besiegen, ne? Auf geht's. Busters. Let's go. Ich hätte gerne noch so eine Dämonenmünze zum Abschluss, sodass man nochmal testen kann, wie sich das so verhält damit, oder? Das wäre ganz witzig. Aber offenbar kriegen wir da nichts. So. Ach, guck mal, wir können hier in Keter reinfahren. Oh. Ganz schön stark, ne? Komm, die machen wir fertig. Ah, erstmal muss ich ein bisschen ein paar Punkte wieder absaugen. Dann ist Mama Hage besiegt. Inaho kann man auch kontrollieren. So, schnell weiter. Ihr müsst auch was schaffen. Wir müssen erstmal die ganzen fiesen Yokai besiegen. Ein Schönling. Können wir da auch reinfahren? Geht das auch? Was kann denn der? Was ist seine Fertigkeit hier? Ikemen Rush. Ah, da kann ich anfeuern. Alles klar. Mehr kann er nicht? Dann bleiben wir mal wieder. Sky Shadi, Mann. Justice. Alles klar. Weiter geht's. Hier oben lang. Weitere Kreaturen. Und zwar komische Kreaturen. Was seid ihr denn? Die werden natürlich alle ausgemerzt. Wieder Namahage da oben. Sehr gut. Und noch ein paar Hiebe mehr. Sehr gut. Dokets. Da oben ist noch was. Oh, meine Ausdauer lässt nach. Können natürlich auch wechseln. Kann man mit Dokets hier weiterkämpfen. Da sammeln wir noch ein paar Seelen, aber ich sehe schon dort oben. Müssen wir eigentlich hin. Parkplatz ist noch was. So. Hier oben. Wäre schön, wenn es auch noch die ein oder andere neue Arena geben würde. Das wäre ganz fein. Kann man uns in die schönen Dinge reinwerfen. Thomas auch da. Sehr cool. Und Consalo. Lass mich mal testen, wie Consalo sich im Kampf zeigt. Der Uki-Uki-Shake. Ach, der guck mal. Der haut ein paar coole Sachen aus. Und hier ist der Bossgegner. Der rote Teufel. Aber Blutkätze weiß ich natürlich auch zu Wert zu setzen. Sehr schön. Guten Schaden. Rausgehauen. Da stecken wir es ein. Toma. Komm. Dämonenkraft. Komm schon. Wir können auch nicht hier Thomas besondere Fähigkeit nutzen, wenn er nicht stirbt parallel, aber das hat leider nicht funktioniert. Wow. Schaffen wir noch nichts mehr. Hilf uns! Oh.
komm schon. Ein paar Mal raufgehen, können wir Mina den beschwören. Aber nee, der ist, hat ein paar harte Schläge drauf, ne? Aber Doket schafft das schon. Komm schon. Jawohl. Hoho. Aber wir haben es nicht geschafft, was? Er ist abgehauen. Achso, er ist zurückgerannt. Aber das dulden wir nicht allzu lange. Er ist bezwungen. Der Bossgegner ist besiegt. Und die Mission abgeschlossen. Machen wir noch die Sachen ein. Kann nochmal ein Konstanto gehen. Der den Uki Uki Shake macht. Der mixt da in feinster Barkeeper-Manie noch ein paar leckere Drinks. So, das wär's gewesen. Und auch diese Mission ist geglückt. Und damit haben wir mal das Prinzip verstanden und wissen, was wir jetzt hier alles noch machen können. Sehr fein. Busters Rang ist aufgestiegen und damit haben wir auch neue Missionen, die wir fortan spielen können. Je nach Lust und Laune und so dann auch entsprechend Items und alles, was wir da freischalten können, um uns auf dem Rest der Reise auch noch zu verbessern. So, jetzt können wir wieder Missionen wählen. Das wollen wir nicht. Ich wollte noch mal ganz gucken. Können wir jetzt vielleicht irgendwie so eine Dämonenmünze, kann man die hier kaufen? Wo kriegt man die denn sonst her? Hier gibt's ja alles, ne? Nicht schlecht. Oder braucht man viel mehr Seelen? Hier! 3200. Boah. 3200, also. Das ist also eine Seltenheit, ne? Nicht schlecht. Ich würde sagen, aber das war's mal an der Stelle. Wir werden uns hier das nächste Mal dann nochmal ein bisschen rumschauen, vielleicht noch eine Mission machen und dann gucken wir, was uns sonst noch erwartet. Das war's an dieser Stelle erstmal gewesen, ihr lieben Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann könnt ihr mal kommentieren, liken, abonnieren, falls ihr nicht geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann geht's nicht mehr weiter bei Yo-Kai Watch 4 Püder Püder, der Doppelplus-Variante. Bis dann, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.